Hallöchen Apollo, wie hast denn du die erste Nacht hier an Bord verbracht? Hast du gut geschlafen? Ja, wir sind immer noch im Weihnachtsmannland und fahren heute weiter Richtung Norden nach Kütele. Aber bevor wir abfahren, schauen wir uns noch etwas das Weihnachtsmanndorf an und stellen noch etwas den nördlichen Polarkreis vor. Mein Schatten wandert jetzt den nördlichen Polarkreis entlang. Und am Ende überschreitet der Bet gerade den Polarkreis. Ja? Ah. Ich würde, mein Ziel liegt auf der anderen Seite. Ich würde nach Neustrelitz fahren. Das steht hier mit dran. Schau mal. Neu-Delhi. Hier steht Neu-Delhi und hier oben steht Berlin und da oben drüber Neustrelitz. Jetzt schlüpfen wir mal in die Lappländer Uniform hinein. Bist du bereit? Hallo. Hallo. Hier ist das Restaurant, Christmas Restaurant, wenn man reingeht. Jetzt, also wie gesagt, es waren heute wieder 25 Grad draußen. Drin hast du alles geschmückt mit Tannenbaum, Christmas House, Willkommen. Hier hast du alles schön geschmückt. Also denkst, es ist Weihnachten und trittst dann hier in die Weihnachtswelt ein. Hier hast du dann hinten alles schön dekoriert und um die Lichter eigentlich sehr schön. Haben sie schön gemacht hier. Auslage hier, kannst du frühstücken. Die Preise hier hinten, oh, das ist alles Euro. Habt ihr mal die Preise dran? Espresso 2,20 Euro. Das geht eigentlich. Okay, hier Frühstücksbuffet. Und natürlich darf das altbewährte Rentier nicht fehlen. Oder nein, das ist ein Elch hier hinten sogar. Das ist ein Elch, da fehlt nie, da ist immer mit dabei. Unser Stellplatz letzte Nacht war unmittelbar neben der E4, aber direkt im Weihnachtsmann-Village, also Dorf, gelegen. Da oben hast du die ganzen Attraktionen, sind noch viele zu, die machen erst dann im Sommer richtig auf, also jetzt haben sie noch zu. Gegenüber vom Weihnachtsmann-Dorf befindet sich die Shell-Tankstelle, da danken wir uns gleich mal. Also hier in Finnland ist es tanken billiger als in Schweden. Hier kostet es 2,449 € der Liter. Wir haben jetzt bezahlt 81,82 €. In Schweden, da kam es 2,64 €. Jetzt haben wir ihn entdeckt. Vor uns ein Elch. Elch auf der Straße. Und mitten es war auf der Straße. Mitten auf dem Streifen. Oh, du läufst gefährlich. Komm, geh rüber. Du willst jetzt hinter den Elch herfahren? Ich weiß nicht. Da sind wir in 6 Wochen am Nordkap. Ich könnte das noch nicht überholen. Nee. Und da hat sie hier, aber die holen alle Talwärter durch die Straße lang. Es ist scheinbar normal, dass hier Elche laufen. Elch und Fahrradfahrer. Guck mal, der Fahrradfahrer kommt, der Elch. Wir sehen aber, ob der Hörner nimmt. Schön. Der Elch hat die Straße jetzt verlassen. Aber was wir gemerkt haben, die nehmen überhaupt keine Notiz davon, die gekommen sind. Also die sind vorbeigefahren, ganz normal. Also man sollte doch, wie gesagt, die Reisenden, die mal durch Norwegen fahren, man sollte doch die Schilder von Elchwarnung ernst nehmen. Wir rätseln jetzt hier im Cockpit. Ziehen Sie mal wieder ran. Also wir wissen nicht genau, also wenn es Berge wären, wäre es ja ganz schön hohe Berge. Ist das wieder Elch? Nee. Oh ja. Doch. Ist ja Elch.
weißer. Die Schweden, die fahren vorbei, als wäre es nichts weiter. Wir freuen uns wie im Safari-Park. Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt überqueren wir wieder diesen Fluss, der uns die ganze Zeit auf der Strecke begleitet. Ich kann ihn nicht aussprechen, aber ich zeige es mal auf der Karte. Der Fluss heißt Ukwasikayaki. Wir fahren die Straße entlang und treffen kein Auto kilometerweit. Was sagst du hier zu dem Platz? Also der Platz ist schön, also finde ich schön. Hier oben haben wir einen Turm, das ist zum Vögel beobachten. Wir werden hier runterfahren. Hier unten ist echt genial. Du hast hier oben einen Fluss. Und hier haben sie so wie ein Wehr hergebaut. So wie eine Stromschnelle. Das geht jetzt wieder runter. Ey. Das haben sie künstlich angelegt hier. Haben sie Eisen reingemacht hier. Oh, herrlich. Fantastisch hier. Und da hinten sieht man die Berge. Herrlich. Das ist ein wunderbarer Blick. Herrlich, oder? Ja, gibt es wie Mückenscheinbeet. Entweder hier unten oder da vorne. Wo willst du denn hin? Das ist egal. Also von da unten kommen wir schwer wieder zurück. Wir kommen jetzt hier runtergefahren. Wir haben uns jetzt für diesen Platz hier entschieden, weil wir hier ein kleines bisschen geschützter stehen. Ich schaue mir dann nochmal mit meiner App an, ob wir gerade stehen. Ich habe auch eine analoge Wasserwaage mit. Kommen wir denn hier auch wieder raus? Wenn nicht, dann fahren wir den Seeweg weiter. Wo uns ist Wasser? Hier war jetzt bloß der Flusskontrolle mit unserem Team. Hallo Apollo. Ey, wir sind angekommen. Wir wollen jetzt hier die nächste Nacht übernachten. Schauen wir raus, ob das gefällt. Hä? Jetzt kommt der Beet rein. Mach mal ein kleines Stück zurück. Beet, gibt es die Befehle? Kleines Stück zurückfahren. Ja, mache ich. Hast du mal gehört, wie die Frauen sind? Befehle. Das war Corpus Delictus. Ist umgekippt, meine Joghurt, im Kühlschrank. Und natürlich muss ich jetzt alles ausräumen und kann den Kühlschrank auswischen. Naja, hat alles ein bisschen in Touch gekriegt. Alles ein bisschen in Touch auch. Sonst sind wir noch gut gefüllt, ne? Ja. Haben eigentlich noch gut aufgefüllt alles. Na ja, da hast du ein bisschen zu tun jetzt, Beth. Da tue ich ein bisschen schneiden, okay? Ach, im Winter muss es auch sehr toll hier sein. Da gibt es erstens keine Mücken und zweitens wunderbare Langlaufloipen. Alles ausgeschildert hier, 9,6 Kilometer und alles Langlaufloipen. Ja, so sehen sie aus im Sommer. Sind bestimmt schöne breite Pisten, wo du langkrabbeln kannst. Jetzt haben wir unsere Position bezogen. Hier unten steht es wunderbar gelegen. Hier, also Driemen Fluss. Ich weiß nicht, das, oder ist das eine Insel, das ist ein Durchbruch. Vielleicht sind die auch vorne auch zusammengefasst. Zeig mal, wo unser Platz ist. Unser Platz ist genau hier. Genau hier. Hier stehen wir. Ja. Hier sieht es auf der Karte aus. Der Fluss, der hat praktisch so den Lauf hier, macht der. So hier. Und hier hin haben sie irgendwie was abgeleitet. Haben sie hier noch auch noch einen See. Sieht man von hier das Wohnmobil? Ja, da ist es. Ach, hier drüben, genau. Ja, ich schaue nochmal hier in der Getränkeabteilung die Preise an. Also hier läuft das kalte Bügel runter. Sandels. Das ist sicherlich Bier. Die kosten 24 Dosen, 32,40 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Eine Dose, 0,33, 1,08 Euro Bier. Mal der Coca-Cola-Check. Eine 1,5 Liter Flasche Coke,
kriegst du hier für 2,79 Euro. Also was hier ganz schlimm ist, das sind die Mücken. Es ist wunderschön hier, aber die Mücken, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viel das sind hier. Ein Riesenviecher. Wahnsinn. Oh, hier hat sie nur zu wedeln hier. Das war der Tag gewesen für heute. Wir übernachten heute hier im Mückenparadies. Nicht nur die Mücken machten uns zu schaffen, sondern auch die Sonne, die niemals unterging. Reger Flugverkehr bei uns im Schlafzimmer. Mücken über Mücken. Die kommen hier irgendwo rein. Nee, die kommen hier rein. Das Beet ist auf der Jagd hier. Ein paar habe ich, aber noch nicht alle. Also, kennen denn die reinkommen ins Wohnmobil? Die kommen ja aus der Garage irgendwo rein. Ehrlich, müssen wir mal eine Dichtheitsprüfung machen. Mücke. Ha, die ist weggeflogen. Eine gefangen. Bald sind wir mückenfrei. Guten Morgen, hier ist der Dom. Und die Beat. Und natürlich auch Apollo mit an Bord. Heute geht's nach in den Nationalpark. Wir sind in Kittelee und fahren heute die 79 entlang und wollen versuchen, die kleinere Straße 957 nach Enontklö zu fahren. Oh, ein Rentier vor mir. Gib mir mal den Abfall-Emo vor. Mach die Tiere zu mir so mitten rein. Kittelee hat sogar einen Flugplatz. Hier ist der Airport. Und da haben wir hier vorne so einen Kampfjet gesehen. Wir schauen uns jetzt mal die Friedenstauben des 21. Jahrhunderts an. Beth hat sie schon entdeckt. Hier oben das schwarze Loch, das ist von einem Jet. Da stellen wir uns mal unten drunter jetzt. Machen wir eine Aufnahme von unten. Das Spielzeug der Politiker im 21. Jahrhundert. Chat von unten, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Sonne siegen wird über das Böse. Wir nähern uns langsam den Bergen und vor uns sieht man noch auf der rechten Seite, da liegt noch Schnee. Es ist heute der 12. Juni. Levi. Der Ort ist so, ne? Ist Schnee. Oh ja, Levi. Das ist ein bekannter Ort. Wir sind jetzt im finnischen Skisportgebiet Levis. Ach, Beth Levi, genau. Hier ist im Winter Bambule, also wunderbare Strecken gibt es da für Langlauf. Hier haben sie vom Sommer auch natürlich schon ein bisschen was gemacht. Die haben sich schon eingestellt auf die Erderwärmung, was in Deutschland eigentlich fehlt. Na, hier kannst du im Sommer schön Urlaub machen, kannst du wandern gehen, hast einen Hochseilgarten. An die Kinder ist gedacht, also sehr schön hier, gefällt mir. Haben sie schön gemacht. Das Gebiet hier rund um Levi ist im Winter sicherlich ein Paradies. Wir haben viele, viele Loipen gesehen. Und das muss im Winter toll Spaß machen. Und jetzt auf der Straße macht es eigentlich auch Spaß, weil, wie gesagt, der Wald jetzt im frischen Grün, Kehverkehr, was willst du denn noch? Wunderbar. Der Blick nach vorn, kein Auto. Und der Blick nach hinten, auch kein Auto in Sicht. Nee. Mein analoges Navigationssystem ist da, der Beth. Ja, das Buch ist gut. Von der Moni, ja? Ja. Das ist ein sehr gutes Buch. Danke, Moni. Danke, Moni, nochmal. Hier steht alles schon vor. Rechts ab. Und fahren jetzt Richtung Nationalpark. Kannst du den aussprechen, den Nationalpark, Beth? Wie heißt der? Palace. Yeltsin-Turi Nationalpark. Also Zungenbrecher vom Feinsten. Ob ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich es nicht. Es sind jetzt von hier, von der Abbiegung von der Straße, noch 23 Kilometer. Kleine Rast gemacht
Und Petra zeigt uns jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal den wunderbaren Blick. Da ist sogar ein Schwan auf dem See. Was? Ja. Sind wir am Schloss da ist? In Chemnitz? Ja, also Berge haben wir erstmal höher als wie in Chemnitz. Und das ist natürlich fantastisch, ja. He? Und das ist so, wie man sich das ja vorstellt. Das ist doch unberührte Natur. Eine absolute Ruhe hier. Wahnsinn, herrlich. Wunderschön. Aber beim Aussteigen, wir haben ja unmittelbar in der Nähe von dem See angehalten, Trillionen, nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Trillionen Mücken. Oder noch mal so viel. Achtung, macht eine mit rein, Bet. Tür. Der Mückenschreck ist rein. Apollo ist eingeschlafen. Apollo, was ist denn los? Ist dir's zu langweilig? Hoffentlich schläft der Fahrer nicht ein. Sag mal, was ist denn das für ein Typ hier? So eine spektakuläre Landschaft, eine wunderbare Ruhe und der Junge, der schläft hier hinten. Wahnsinn, ne? Ach, das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Ist Apollo männlich oder weiblich? Das wird jetzt die Schuhe, deine Gummischuhe gegen ja, Wanderschuhe. Das würde sich besser machen mit Wanderschuhen. Okay, guck mal, wo wir sind. Bodelli Ballas. Und hier sind auch die Berge, wo wir jetzt mal hochgehen wollen. Hast du dir erstmal deine Bergstecker halbwegs eingestellt? Muss ich erstmal einstellen. Genau. Wir nehmen sie vorsichtshalber mit, denn das hier oben ist unser Ziel. Das sieht zwar nicht so schlimm aus von Weitem, aber werden wir sehen, ob wir bis hochkommen. Und hier hat der Beet entdeckt Rentiere. Ja, Mann, die liegen so rum. Ist ja cool, hä? Sommer und Winter treffen aufeinander. Und jetzt schreitet der Herbst durch das Bild. Herbst ist auch eine schöne Jahreszeit. Ey! Stopp! Ja, wir rätseln noch, was das Taifaskeronikiros heißt. Das ist der Name von dem Berg ist. Auf alle Fälle gehen wir mal hinauf. Der Weg lässt sich gut laufen, ne? Ja, schauen wir mal. Hier im noch Schneegebiet machen wir Rast und essen Mittag. Ein Brötchen und eine kleine Knacker. Ich denke, hier drüben, Beet, das wird ein Berg sein, ne? Um sehen wir Rentiere. Ah, sie wurde weg. Da trieben wir sie wieder raus. Mit den Kleinen sogar. Ja, ich sehe es jetzt gerade. Du, auf den letzten Metern zum Gipfel. Jetzt geht es durch ein Grünfeld hier durch. Voll Unsinn. Das ist ja ein traumhafter Rundweg. Wunderschön. Das können wir mal ins Dorn noch schwenken. Jetzt geht's durch ein kleines Schneefeld. Vogelsmarsch auf dem Nordpol.
Pool. Sie wissen, wir weitermachen dann. Jetzt machen wir hier an den kleinen Gletscher entlang. Und geht's auch nach unten. Beth hat hier einen Weg entdeckt. Da unten im Tal, da ist unsere Ausgangsstelle, Beth, wo wir losgelaufen sind. Das ist unser dein Haus. Aber jetzt geht es auch noch den Abstieg runter. Da geht er rechts rüber. Und dann da hinten haben wir noch einen Platz, wo wir heute Abend übernachten. Ja, das ist das Hotel. Und da hinten, ja, da werden wir hinfahren heute. Jetzt sind wir im Hotel angekommen. Die Runde waren knapp 9 Kilometer. Und jetzt werde ich erstmal einen Kaffee kriegen, ich jetzt. Serviert von der Beth. So, jetzt kommt der Kellner. Beth serviert mir heute einen schönen Kaffee. Das Gute ist hier, du kannst einen bezahlen und kannst so viel trinken, wie du willst. Ja? Das denke ich mal. Ja. Ich werde mir dann noch einen trinken. Ich will mal Wahnsinn. Keine Sachen mit meinem Kuchen. Super. Gut, dann kannst du erstmal einen reinziehen, den Kaffee. Dann hast du dir verdient, Beth. War eine sehr schöne Wanderung. Sehr gut. Nachdem wir in dem Hotel Kaffee getrunken haben, fahren wir jetzt hier auf dem Parkplatz, der unmittelbar neben dem Hotel ist. Und hier fahren wir jetzt rein. Da stehen schon ein paar Autos. So. Und da bleiben wir diese Nacht hier. Bleiben wir. In der Ferne sehen wir den Gipfel, wo wir heute oben waren. Jetzt sind wir wieder unten und haben mit unserem Wohnmobil in der unmittelbaren Nähe hier einen wunderschönen Stellplatz entdeckt. Und hier übernachten wir. Das ist ein wunderschöner Platz. Sind bis jetzt 1, 2, 3, 4 mit uns 5 Autos hier. Mal sehen, ob es der Beth gefällt. Hier können wir bleiben. Können wir bleiben? Hier bleiben wir, hier ist schön. Und Sonnenschein. Es ist sonnig. Schön. Links vom Wald. Herrlich. Hier und hier sind wir auch auf der Keile hochgefahren. Also dann, wie viel Grad haben wir Neigung? Wie viel Grad haben wir Neigung? Sag mal. Bis 2 Grad wird toleriert. Und wie viel haben wir? 1 Grad. Yeah, können wir stehen bleiben. Gut. Es ist jetzt 21.30 Uhr. Die Schatten werden immer länger. 21.30 Uhr. Die Schatten werden immer länger. Und die Sonne scheint immer noch wie in Deutschland zur Mittagszeit. Und kein Mensch mehr zu sehen hier. Nur noch Freiheit, Wildnis. Ha! Und ein Saurier kommt. Quatsch. Hier hinten ist das Hotel, das verlassen wir jetzt und gehen zu unserem Wohnmobil. Also, tschüss ihr Lieben, der Tom und die Beth.